Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cannon Lynch Deadman. Und das Spiel ist gerade ein bisschen zu laut. Moment. Warte mal, 30. Müsste reichen, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal, eine Stimme jetzt ab, oder was? Wir waren hier, wo wir Jenny beschützen sollten, oder? Diesen... Alter! Fahrer... Da unten. Fahrer, guten Leuten. Und da steht noch rum und was ein bisschen schieße. Bleib unten, du dumme Kuh. Ernsthafte. Oh, zu weit entfernt, noch zu weit entfernt. Komm her. Ja. Okay, ich brauche eine Automatik, oder? Also... So eine hier. Also, ja, kann mich sagen, ich hab's gerade vergessen. MG oder so. Ja. Ach, was ich... Die Kerle kennen sich alle mit Waffen aus. Oh, guck mal, nicht schießen. Geht das verfickte Klasse mal kaputt? Ja! Ich will hoch. Du brauchst mehr, kein Problem. Ja, wo bist du? Da. Ja. Was ist jetzt? Du musst ja einfach so fahren lassen. Wirklich eine gute Idee, sie einfach wegzuschicken? Hatte ich denn eine andere Wahl? Ich weiß nicht. Hör zu. Ich muss Dinge tun, die sie nicht sehen sollte. Also sei still. Hilf, meine Frau zu tragen. Mal schauen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Und es tut mir leid, dass ich noch lebe. Ich schwöre. Ich werde sie finden, bevor sie Jenny finden. Ich töte sie, bevor sie ihr etwas antun. Was ist denn das? Eine Liste. Mit toten Männern wie mich, die The Seven zerstört hat. Sie wollen Rache und außer ihnen wird mir niemand helfen. Ich sollte auch auf der Liste stehen. Von wegen. Du willst keine Rache? Du willst nur am Leben bleiben? Du egozentrisches Arschloch. Ich lasse dich erst aus den Augen, wenn The Seven und Retomoto tot sind. Ich weiß nicht, ob ich... Finde dich damit ab. Hör mal, meine Frau wurde vor 5 Jahren ermordet. Damals habe ich nichts unternommen. Aber diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ich will sie genauso töten wie du. Wie du meinst. Steig ein. Die Männer, die wir brauchen, sind ganz in der Nähe. Du weißt, wo sie sind? Zum Teil. Die meisten sind tot. Einige konnten wir nicht finden. Ein paar sitzen in einem Gefängnis hier in der Nähe. Was, du willst sie rausholen? Wir sind doch selbst gerade erst rausgekommen. Ey, willst du jetzt mitkommen oder nicht? Die Typen sind alle in einem Zellenblock. Das geht ganz schnell. Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Pillen. Du wirst sie nicht mehr lange brauchen. Gibt's kein Zurück mehr. Bringen wir es einfach hinter uns. So. Finde den Eingang zum keine Ahnung was. Und da ist ein Loch. Dankeschön für das Loch. Wo wär's? Oh. Das war nicht so gemein. Ich wollte eigentlich durch das Loch durchschießen.
Hallo Bruder. Department of Correction. Sind wir im Knast eingebrochen. Ups. Also sowas aber nicht geplant. Ich wollte den Bullen töten und nicht alle drei. Also die Knastinsassen oder so. Keine Geschenke, kein Essen, keine Drogen. Hallo. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Scharfschützen auf dem Turm. Ach, nichts Neues. Oder in the line. Du, das heißt rot. Hallo. Hallo. Da denn nicht. Bist du jetzt doof? Ach, da oben. Lensch, hallo. Oh mein Gott. Wie konnte ich das mal zulassen? Oh, die Kamera, mach die Kamera am Arsch. Boah, ich dachte, du schießt nicht mehr auf. Doch, bist du. Na komm. Welche Sau hat den Alarm ausgelöst? Fabrific Shelley Grimley Metzen. Fabrific Shelley Grimley Metzen. Scheiße. Sie müssen alle hier sein. Was ist? Okay, Riffic ist hier. Das ist gut. Riffic, hoch mit dir! War es nur ein Typ hier? Wo zum Teufel sind die anderen? Ausgewandert. Das will ich auch. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Überdosis. Was ist denn da jetzt hin, oder was? Also eigentlich kann ich mich ja nur einmal wiederbeleben lassen, dann habe ich eine Überdosis, aber wenn der neue Szene gestartet ist, dann kann ich mich wieder zweimal. Ich habe deine Stimme erkannt. Du kommst also hierher, um mich umzulegen? Riffic, red kein Blödsinn. Ich bin nur hier, weil mich der Seven töten will. Und du wirst mir verdammt nochmal helfen, sie umzulegen, bevor das passiert. Der Seven will dich töten? Tja, so kann's gehen, du mieses Arschloch. Also kommst du mit, oder nicht? Weiß nicht. Ich bezahle dich auch, gieriger Bastard. Aber du musst kämpfen. Wo sind die anderen? Ich brauche dein ganzes Team. Also Grimley und Madsen sind tot. Scheiße. Pepper arbeitet in der Wäscherei. Und Jelly? So war das nicht geplant, Kane. Schnauze. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. So war das nicht geplant, Lynch. Rechts, oder? Du musst mir unbedingt erzählen, was passiert ist, Kane. Wow. Oh, hallo. Guck den Knopf da. Diesen roten, leuchtenden Knopf. Danke. Wieso hast du ihn getötet? Bist du dumm oder so? Ey, Digga. Achso, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, das war nur ein Knast, Bruder. Achso. Ihr würdet alle sterben, aber ich auch gerade. Ich bin nach oben. Bringst du irgendwas? Ah ja.
Folg der orangen Linie. Was hier gerade eine grüne Linie. Was da unten ist eine Orange. Naja, ich bin wieder unten, hau ab. Orange Linie. Hier fängt es ja an. Hey, da geht es. Achso, okay. Laundry. Übersetzt Wäscherei. Oh, ich hab grad Papa gelesen, schon Tapa. Was sind denn das für Waschmaschinen, ey? What the fuck? So eine große will ich auch haben. Töten, wenn ich nicht bewaffnet bin. Holst du uns jetzt hier raus oder nicht? An die Wand mit euch, ihr Penner. Pepper, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Ihr Schweine habt mein Leben zerstört. Ich gehöre nicht mehr zu The Seven. Komm mit und nimm das. Ach ja? The Seven ist ja sein Feind. Call him. Mit. Mann! Oh, ein Zauner. Fall in den Arsch. Nein. Das war das Bein. Leider. Der einäugige Fixer ist gefeuert worden. Ist das nicht toll? Im Ernst? Wirklich? Boah, warum ist er jetzt im Arsch? Oh. Wollen die in den Arsch? Hey, nimm dich vor Shelley. Er hat was? Sehe. Hierher, Kane. Shelley ist ein Mädchenname. Shelley. Oh, ich muss ihn ja noch nach. Mit. Hedengassen und Scheiß. Mit. Ja. Kann ich noch eins von beiden aufnehmen? Nämlich das hier. Wir müssen Shelley finden, aber nicht bevor ich hier getötet wurde. Hey. Ich wusste, ich wurde getötet. Wo ist der? Wo ist der Spastiker? Hallo. So, Nummer 2. Muss noch jemand? Nein. So. Oh, da ist ein Kopftuch auf. Ich dachte gerade, ey. Ich habe die Schussrichtung gesehen. Ist er tot? Nein. Hallo, das sind Tüten, du Vollspacko. Mach ich selber. Oh ja. Froschfleisch. Glaub ich. Gib mir Munition her. Munition! Lynch! Na oh, Junge! Dankeschön! Ich will da nicht runter. Aber okay, wir beenden den Part jetzt erstmal hier und man sieht sich dann scharf.